Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Paradise Lost im Kapitel Zorn. Und mein lieber Herr Gesangsverein, ich glaube, ich weiß, warum das Kapitel Zorn heißt, weil ich hätte beinahe meinen Monitor aus dem Fenster geworfen. Weil ich gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Man kann ja immer nur den, wenn du den unteren Knopf drückst, dann dreht sich der Waggon. Und dann steckt er irgendwo fest, du kommst nicht weiter, du kriegst keine Hinweise mehr. Ich bin den ganzen Weg, den ich noch laufen konnte, rauf und runter und habe da noch irgendwas vom Reichsaufrüstungsminister gefunden. Das war's dann aber auch nicht. Und ich hab's und hab's nicht rausgefunden und habe mir dann Hilfe im Netz gesucht. Also es ging nicht mehr. Und da muss ich sagen, das ist dann an der Stelle echt nicht so gut gemacht. Also ich hoffe, der Tipp bringt mich weiter, den ich da gelesen habe. Ich habe jetzt noch keine Knöpfe gedrückt. Aber ich habe eins rausgefunden, beziehungsweise mit Hilfe aus dem Netz. Vielen Dank dafür. Wenn man hier dran geht, dann zeigt er einem ja immer die Hand über den unteren Knopf. Wenn man da einmal drauf drückt, bewegt sich der Waggon, zack, Ende geht nicht mehr weiter. Wenn man jetzt so ein bisschen die Maus bewegt, so hin und her und so, dann kann man auch den oberen Knopf drücken. So, und den muss man offensichtlich mehrmals drücken, damit der Waggon in der Position steht, wo man dann auch wirklich reinlaufen kann. Ich habe wirklich probiert, in jeder Ritze, die ich finden konnte, ob ich mich irgendwo durchdrücken kann. Also das ist dann jetzt so das erste Negativerlebnis in diesem Spiel gewesen. Ich hoffe, das funktioniert jetzt auch. Sonst sind wir mit der Folge nämlich auch relativ schnell wieder am Ende. Also. Ich habe gelesen, man müsste ihn zweimal drücken. Aber offensichtlich reicht auch einmal drücken. Ja, nicht den unteren Knopf drücken, meine sehr verehrten Damen und Herren, da geht gar nichts mehr. Vielleicht hätte ich aber auch, nachdem der untere nicht mehr funktioniert hat, danach den oberen probieren können, um das Ganze zurückzusehen. Sei es drum, das Problem liegt daran, dass ich nicht erkannt habe, dass man hier mit ein bisschen Maus hin und her zippeln, so, ne, dann auch den anderen Knopf drücken kann. Gut, schauen wir weiter. In der Geschichte von Paradise Lost, wenn euch das gefällt, dann lasst doch gerne auch einen Daumen nach oben da. Jo, von dem Waggon ist nicht mehr viel übrig. Hat's mal ordentlich zersägt. Wurde hier drin gekämpft? Fast so aus. Das sieht auch in dieser alternativen Variante nicht so aus, als hätte Deutschland den Krieg gewonnen. Was auch immer da passiert ist, vielleicht erfahren wir es noch im Verlauf der Storyline. Also müssen wir zukünftig auf jeden Fall aufpassen. Welche Knöpfe wir drücken. So, kommen wir hier weiter. Ist hier dunkel. Hier geht es nicht weiter. So, aber da hinten. Um Deutsche Reichspost. Reichsbahn. Gucken, ob wir das Mädel oder die Dame finden. Das ist dann wieder so aus dem Stock, ne? So das typische Geräusch, wo irgendwo hinspringt, dieses. Nicht kindgerecht. So, neuer Speicherpunkt. Speicherpunkte sind immer gut. Knarz und krächzt alles so gefährlich. Das
mir hier noch irgendwas im Zorn zusammenstürzt. Um mal beim Kapitelnamen zu bleiben. Schon mal drauf geht's hier. Noch weiter rauf, dann bin ich ja gleich wieder in der Oberfläche, wenn es so weitergeht. So, Tonband. The lieutenant's dead. Who's second in command? Also dead. There's only a handful of us left alive, while plenty of Germans are still scattered all over the place. We'll get them. I know we will. I just know that there's a more efficient way of doing it. Efficient? You're starting to sound like that. I sound like a scientist who doesn't want unnecessary bloodshed. So, what are you suggesting as a scientist? I'm suggesting we turn on that computer and use it against them like we did before. No! Out of the question. Think about it. It can scan the area and find all of them for us. I said no. We will no longer use their technology. You disconnected it yourself. You know what it requires to operate. How are we different from them if we can live with those consequences? It is too late to help them anyway. And without it, it will take us weeks to find the Nazis. Let it take months. Do not bring this up again. That's an order. Must I remind you, I'm the reason we found this place? Who are you to order anything? I'm first in command now. Okay, ja, das deutet schon ein bisschen darauf hin, so wie ich mir das vorhin gedacht habe. Menschenversuche für den Rechner. Offensichtlich haben dann hier die damaligen, aktuellen oder wie auch immer Feinde der Deutschen in dieser fiktiven Zeitlinie diesen Bunker gefunden. Und der ist wohl so weitläufig, dass es ewig dauern wird, sie alle zu finden. Deswegen wollen sie den Computer, den sie vorher abgeschaltet haben, wieder hochfahren und... ja, man hat so seine Zweifel, ob man das machen sollte. So nach dem Motto, du weißt, was dafür nötig ist und ach, man kann ihnen sowieso nicht mehr helfen. Geht's vielleicht um die Kinder oder zumindest um Gehirne? I don't know. Hauptsache, hier kommen gleich nicht irgendwelche Nazi-Zombies noch oder sowas. Kann ich mir aber nicht vorstellen. Was denkt ihr denn, worum es hier geht? Schreibt es doch gerne mal in die Kommentare, ob ihr da auch schon eine Idee habt, wo uns das hier hinführt. Auf jeden Fall wurde viel gekämpft, so viel steht fest. Der Stellungskrieg. Von wegen Eden. What happened here? So, noch ein Tonbandgerät. Interessant, das so dramaturgisch so zu machen, dass überall Tonbandgeräte liegen. Ja, wie realistisch das ist. Na gut, aber sagen wir mal so, besser als immer Notizzettel vorzulesen. Hört ja auch mal eine andere Stimme. Pull yourself together. Pull yourself together. No, I can't do it. Fuck, no one ever shot at me before. Few ounces of lead, a few thousand feet per second. I won't even notice. I won't even notice. A man shoots. The Lord carries the bullet. Let it be. Sehr philosophisch. Mensch feuert die Kugel ab, die Waffe ab und Gott lenkt die Kugel. Da hat sich jemand versucht, selber Mut zu machen, offensichtlich. Also hier muss die Hölle los gewesen sein. Hello? Where are you? This is the right room, isn't it? Ja, wo ist sie? Oder ist sie der Computer? Da bin ich im falschen Raum.
Tja, schaut sich gar nichts an. Wir machen einfach nur alles auf. Huch. So, gut, können wir nichts mitmachen. Das ist der Computer, oder? Bezirksverwaltung Krakau. Hier kann man irgendwie noch mal im Aufzug fahren. Tja, Retro-Science-Fiction sozusagen. Hey, where are you? What do you mean? I'm still here waiting for you. I'm in the room you told me to go to. What? That's impossible. You must be in a different room then. Sorry, I didn't know. I didn't mean to send you on a wild goose chase. That's okay. We all make mistakes. You're kind. I really thought it was here. It really means a lot that you trusted me. I'm sorry I disappointed you. The truth is, I don't know what's happening to me. I've been locked in here for I don't know how long, and I'm getting really scared. I guess what I'm trying to say is that you are my only hope. Hope isn't going to help me find a way. You're right. What are you doing? Just give me a second. Yes, I got it. It says here, you're in a control room, right? So you're probably talking through an EVE console. I guess. That machine has control over the entire area. We should be able to get access to the maps, doors, shafts, everything. But the screen says it's a memory tube. Huh, I wonder what that's for. See if you can find one lying around. I'm looking it up right now. It says here that the memory tubes have something to do with the oversight system for the whole bunker. They recorded events back when the system was still working. Okay, durch die Erinnerungskapseln wurden Vorgänge festgehalten, als hier noch alles lief. Vielleicht gibt es das Mädel auch wirklich, aber ich habe so ein bisschen die Vermutung. Sie ist der Computer. Was läuft denn da oben? Okay, nehmen wir mal an, dass da hinten war die Erinnerungskapsel. Ich werde so voreilig beim Schubladen aufmachen. Gut, hab ich. Und jetzt bin ich gespannt, ob sich ein bisschen das Mysterium, was hier in dem Bunker passiert ist, erhellen wird. Rein damit. Ein Peace-Zeichen. Wenige Minuten vor Auftreten des Fehlers. Nicht autorisiertes Individuum, das hatten wir doch schon mal. Nicht autorisierte Schusswaffe, Gefahrenstufe kritisch, Systemeinstellung militärisch, Waffen der Eindringlinge höchst wichtig, Evakuierung empfohlen. Was? Kann ich mir das jetzt angucken oder wähle ich jetzt ein Szenario? Nicht geklickt. Ich hatte wohl nur begrenzt Zeit. Wilhelm Sonnenbusch verstorben. Unbekannter Mann, ich hab dir doch gesagt, nicht vor ihr. Er hat nach seiner Waffe gegriffen. Was hätte ich denn tun sollen? Aufzeichnungen des polnischen Untergrundstaats werden durchsucht. Schauen, was wir mit der Maschine anstellen. Okay.
Unautorisierter Konsolenzugriff. Manuelle Überwachungs... Was? Überschreibungsversuch erfasst. Komm nicht ganz hinterher. Ja, sie versucht in die Datenbank einzubrechen. Klappt nicht. Oh, jetzt tackt er richtig auf die Tastatur. Wie manche hier im Discord ab und zu. So, jetzt hat's geklappt. Chiffrierungsschlüssel. Aufzeichnung polnischer Wissenschaftler. Unglaublich, ja, was denn? So was die Maschine imstande ist. 50.000 Mal schneller als irgendein amerikanischer Rechner, wie wir vorhin gelernt haben. Oben herrscht ein ausgewachsener Krieg, okay. Können nichts tun, das Protokoll lässt es nicht zu. Jetzt hat irgendwas geklappt. Eindringling erfasst, Position Schmiede. Hohe Wahrscheinlichkeit schwerer Verluste. Schiene rechnet, wie der Kampf enden wird. Kein Ende davon ist gut. Lange wird es dauern, bevor... Okay. By any means necessary. I guess that's all war really is in the end. People killing each other in desperation. Did it end? Did what end? The war. Did the war end? I think so. I don't really know. Yeah, no one tells me anything either. So, what was it like where you came from? There's no one out there. Everything is dead. That's sad to hear. So, what do we do now? Now, I have access to the control system in this area, and I can let you out of this room. I'll study the map and try to find the central control room. Go straight through the forge. There should be a passage down there. Okay. Gerade aus durch die Schmiede, da sollte es irgendwo einen Weg geben. Aber was ist denn hier? Den Aufzug kann ich nicht benutzen. Geradeaus durch die Schmiede. Hat mir irgendwo einen Weg geöffnet. Aber wo hat sie den geöffnet? Da unten ist heiß, da ist bestimmt die Schmiede, oder? Vielleicht bin ich hier aber auch völlig auf dem Holzweg und in die falsche Richtung unterwegs.
Mal schauen. Mehr als dass ich nachher wieder raufklettern muss. Kann ja sowieso nicht passieren. So, ein Weg durch die Schmiede ist offen. Ob das richtig ist, dass ich wieder zurücklaufe. Bin ich hier überhaupt wieder zurück? Hier geht es nämlich schon mal wieder nicht mehr zurück. Also ein Weg durch die Schmiede ist offen. Feuerzeug nicht mal wieder einschaltet, was wir am Anfang hatten. Wahrscheinlich geht es doch irgendwo da oben weiter. Also klettern wir wieder rauf. Dann bleiben wir auch im Training. So, also wieder rauf. Durch die Schmiede. Habe ich den Ausgang übersehen? Das ist tatsächlich der Aufzug. War ich gerade so blöd, den Hebel zu bedienen. Ja. Genau, ich war einfach zu blöd. Ich hätte einfach nur weiter reinlaufen müssen. Ja, so ist das manchmal. On the next level. Mitten durch die Schmiede. Und ein guter Punkt für ein kleines Päuschen. Und wenn ihr die nächste Folge von Paradise Lost im Kapitel Zorn nicht verpassen wollt, dann abonniert auch gerne den Kanal und klingelt das Glöckchen, damit ihr eine dementsprechende Push-Benachrichtigung bekommt, wenn es soweit ist. Einstweilen bedanke ich mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit und sage bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.